Und es hat funktioniert. Okay. Oh, wir sind gleich oben angekommen. Aber keine Sorge! Conny sein hat an alles gedacht, denn wir kommen nämlich dann gleich wieder ganz nach unten. Mein Gott, das funktioniert ja. Speichern. Halt. Nein! Nein, schieß nicht dumm in der Luft rum! Was soll das? Wollen wir jetzt im Kreis rumspringen, bis einer stirbt? Wollen wir jetzt... Wollen wir... Komm, Alter! Erwischt. Walter, hör auf, wie so ein kleines Kind rumzuhuppen. Komm. Das kann nicht wahr sein. Ich kriege jedes Mal einen Schreck, ne? Einen Schreck! Einen Schreck, meine ich. Da liegt ein Medipack. Ah. Ich bin ja heute richtig um Medipack-Speer, du. Was? Was ist das? Keine Ahnung. Oh, auch gut. Wir haben Magnum-Munition. Ich hoffe, wir kommen da nur wieder hoch. Ansonsten... Und Medipack! ich hoffe... Ansonsten stecken wir hier unten bis auf unsere letzte Lebenszeit fest. Ich möchte eigentlich nicht da hingehen. Ich möchte erstmal da oben hingucken, was da ist. Warte, wir gucken kurz. Weil da lag was. Medipack. Soll das ein Obelisk darstellen? Ja. Die hätten die Spitze auch noch darstellen können. Die ist nicht rund, sondern Eksch! Das hätten die auch noch hinbekommen. Aber. Loch! Aber Loch. Ey, dieses Level ist genial. Ich finde das gerade genial. Das heißt, wir müssen 4 Brücken runterlassen, soweit ich das richtig gesehen habe. Und... Und... Ja, 4 Brücken runterlassen. Und da lag, glaube ich, irgendein Kack rum. Irgend so ein Kack. Uff! Das heißt, wir können jetzt in Ruhe auf dieses Ding springen. Warte, geht das? Wir können ja... Oh, wir können aber mal nach vorne spazieren, ne? Okay. So. Oh mein Gott, ist das doch nicht etwa ein Secret? Oh mein Gott, das ist ein Secret! Wir sind ja richtig produktiv heute, so Secret-Finder und so, ne? Wie viel Leben habe ich? Das Gute ist, in Tomb Raider finden wir relativ viele Medipacks. Das heißt, ich hoffe, dass ich nicht ohne da stehen werde. Was? Okay. Wir haben ein Ank, ne? Ankreuz. Ankreuz, ja. Danke. Aufgesammelt. Ach so, hier ist nichts. Ich dachte, hier geht's um die Ecke. Ich bring dich gleich um die Ecke! Nein, aber ich dachte, da geht's um die Ecke. Geht's hier um die Ecke? Ja, hier geht's um die Ecke. Ha. Okay, hier ist die nächste Brücke. Medipack! Medipack! Ein Pedimack, haha. Was hat das gebracht? Brücke? Nein. Hä? Warte kurz. Haben wir? Da geht's ja auch noch lang. Das ist verzweigt. Ich hasse große Level. Das streite ich nicht ab, aber ich finde es ehrlich gesagt gerade genial, wie es gemacht ist. Dennoch hasse ich große Level. Das wird auch immer so bleiben, aber ich finde es genial. Ich mag die Idee. Ich wusste, irgendwann klappt es nicht mehr. Gehen wir nochmal eins zurück. Die Idee dahinter. Eins muss ich sagen, auch so scheiße Core-Design. Tomb Raider
programmiert, also nicht scheiße programmiert, aber diese Frau so scheiße macht, und daran ist Cordy sein Schuld, desto geiler finde ich diese Kreativität, die sie in jedes einzelne Level reinstecken. Grafikbug, genial. Finde ich wirklich genial. Ich mag dieses Level. Ich hab wirklich verschiedene Meinungen gehört. Einige finden dieses Level zu kotzen, andere finden es zum Abwichsen geil. Weder noch. Ich find's nicht scheiße, ich find's nicht richtig awesome. Im Moment ist es auf einem positiven Weg, aber ich denke, ich muss ein bisschen noch weiter spielen, um sagen zu können. Nein, das wollte ich nicht sagen, sondern um sagen zu können. Geil. Ja, um sagen zu können, geil oder nicht geil. Geil oder nicht geil. Warte, wir werden mehr generell. Warte, wie viel habe ich? 403, ja, passt. So schlecht wie ich schieße, habe ich sowieso gleich keine Waffen mehr. Keine Waffen. Keine Munition. Was ist jetzt passiert? Ja, hoch aus Sand wird eine Treppe. Mit Hieroglyphen drauf, mit Stickern drauf, mit einem Poesiealbum drauf. Wie geht das aus Sand? Wenn ihr sowas mit einem Hebeldruck machen könnt, und das schon im alten Ägypten, da will ich nicht wissen, wie die Ägypter heute mit der Technologie sind. Dann sind die ja voll krass. Dann können die bestimmt schon fliegen und durch die Zukunft reisen. Ich hab Angst. Ich hab grad richtig Angst, weil dieses Vieh so ein hässliches Geräusch macht. Ich krieg richtig Panik, ne? Ich bin generell ein sehr paranoider Mensch, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Aber wenn diese Viecher so eklig atmen. Geh doch weg, wenn der explodiert! Da krieg ich richtig ran. Ran. So, es öffnet jetzt die Tür neben uns. Richtig. Das ist bestimmt die Tür, die vorhin zu war. Das heißt, wir haben einen Durchgang. Ey, das ist genial. Noch ein. Nein. Hebel. Ja, wir haben die nächste Brücke unten. Lightpool. Wuhu! Guck mal, das große D ist heute gar nicht so schlimm. Ich glaube, das große D existiert nur in Tomb Raider 4 und 3. Aber erzählt das keinem. Ansonsten ist die Illusion vom großen D in Tomb Raider 1 total ruiniert. Aber total. So, dann gehen wir mal hier durch. Ich nehme an, dass es die Tür ist. Ja, ist sie. Da unten geht's ja auch noch lang. Warte kurz. Das Loch merken wir uns. Ja, so ist es, ne? Laras Tabelle, Liebe, müssen wir uns auch immer merken. Wo ist doch direkt die hier, ne? Nein, das überlebt sie nicht. Gucken wir erstmal in dieses Loch rein. Oh. Guck! Ah! Okay, wo sind wir hier? Ach, nein. Hier bin ich ja hergekommen. Was ist hier unten? Ach so, ja, das war der lange Weg nach oben. Aber keine Sorge, es ging ja schnell wieder runter. Sag mal, das ist doch nicht der einzige Weg, oder? Ha! Nein. Aber ich meine... Na! Was? Okay. Es kann doch nicht der einzige Weg zu den Teilen sein über den Obelisken. Dann würde ich ja jedes Mal ein halbes Medipack aufbrauchen müssen. Und das viermal. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Weg, aber ich bin ein bisschen zu noobig, um diesen irgendwie zu erkennen. Warte. Da war ich schon. Habe ich den Hebel da schon? Oder da war ein Hebel? Das kann... Ich habe bestimmt was übersehen. Ne, das wäre ja nicht Neues. Ich denke, ich habe auf den langen Weg nach oben was übersehen. Ich wüsste nicht was, bei den einen waren ja nur diese Mumien-Dinger.
dann war eigentlich nichts anderes mehr. Warte mal. Wo war das gerade? Das ist immer so eine optische Täuschung. Liegt da was? Nein. Ich habe doch gerade was runtergelassen. Ich meine, es war hier. Da liegt doch nichts. Doch, es ist getarnt. Was zeigst du mir immer diese Tür? Was weiß ich denn? So, wir dürfen... Ah, wir, waren wir schon? Waren wir schon? Ja. Ich komme von hier darüber, oder? Das geht. Ich weiß nicht, ob das so legitim ist. Einfach mal so hier rüber zu jumpen. Aber ich mach's einfach. Oh, nee, ne? Das ist mir zu groß. Okay, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge zu... Nein, wir machen das noch. Wir machen jetzt das ganze Spiel. Nee, das nicht, aber, ich würde gerne dieses Level hinter mich bringen, weil wenn ich weiß... Da unten ist was. Der Weg in die Freiheit. Der Weg... Oh Gott, er muss Sound laden. Secret? Der Weg in... ins Verderben. Ich werde sterben. Ah! Entschuldigung, Orchester. Tut mir leid. Ihr dürft weitermachen. Ja, dreh dich im Kreis! Down, bam, party, 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 wow! Entschuldigung. Gibt's in diesem Spiel schon Fackeln? Nein. Was? Willst du mir sagen, hier unten ist nichts? Toll! Ich habe umsonst ein Medipack verschwendet. Warum macht das Spiel mit mir? Warum machst du das? Warum, Cody sein, warum macht ihr das? Warum macht ihr das mit jedem Tomb Raider-Spieler? Wir wollen doch nur ein gutes Spiel spielen. Wir haben Geld ausgegeben für diesen Kack von 1996. Und ihr sagt einfach nein. Shotgun-Ammo. Ja, ihr sagt nein, Shotgun-Ammo. Okay, wartet, es geht da lang und da lang. Das sieht irgendwie kürzer aus, geht erstmal da lang. Wir haben Geld für diesen Kack ausgegeben und ihr ruiniert alles, was ihr euch aufgebaut habt. Was heißt aufgebaut habt? Ihr habt eigentlich nur Hass aufgebaut. Und ihr ruiniert es euch, indem ihr noch mehr Hass aufbaut. Und Liebe abbaut. Liebe zum Spiel, Liebe zum Detail! Okay, das klappt nicht. Okay. Warte, komme ich da wo an? Komme ich... Ach, deswegen hangel ich, okay. Ach so, deswegen muss ich hangeln. Dann haben wir jetzt eine kurze Hangelpassage und das ist super spannend. Mein Name ist Zuki182, ich bin der Moderatorin, die Moderatorin für diesen Abend. Und wir können stehen. Das ist verzwickt. Ich weiß doch gar nicht, wo ich die vier Dinge einsetzen soll. Jetzt mal wirklich. Ich habe keine Ahnung. Ach so, läuft das hier. Das ist ein Secret, okay. Ich weiß nicht. Ah, wo ich die Teile einsetzen soll. Es sind vier Stück. Wir haben jetzt einmal Ankreuz und Siegel des Anubis. Das Spiel ist auf Deutsch. Ich dachte, das war auf Englisch. Okay. Ah, cool, ich hab Tomb Raider auf Deutsch. Ja, wusste ich gar nicht. Ja, ist mir auch egal. Das war aber knappi-flappi, ne? So, hier unten ging es irgendwo weiter. Wir machen erstmal diese geile Sprungpassage. Ist das auch ein Secret? Ugh. Ist das auch ein Secret? Ein Secret? Ist das ein Secret? Can you tell me? Ist es a secret or not? Dear Miss Croft, I want to tell you that I love you so much forever and ever.
forever and ever. Was? Jo, in diesem Raum gibt es nichts, ne? Das kann nicht sein. Warte, da von dem Sprungbrett wollte ich ja eigentlich hier hin. Was ist da hinten? Da ist so ein kleiner Absatz rechts und es ist da geradeaus. Warte kurz. Kommt man da hin? Warte, habe ich hier was übersehen? Nee, das ist ja... Das ist... Hä? Forever and ever. I love you forever. Miss Kraft. And this love will never end. Never, never, never. So, da oben war das Secret, genau. Da. Dieser Absatz. Da kann man hangeln. Wohin kann man hangeln? Da unten. Komme ich von hier hin? Bestimmt nicht. Das ist ein Ecksprung. Dann geht ja auch noch weit. Wie komme ich da hin? Das ist eigentlich, es ist cool an Tomb Raider, dass sie sowas machen. Von wegen, okay, du hast einen riesen Raum. Überleg, wie du da hinten hinkommst. Dann musst du diesen ganzen Raum durch Forst nicht genial, um zu gucken, wie du dort hinten hinkommst. Oder da vorne oder da unten oder da oben. Na gut, nach unten ist einfach. Du lässt dich einfach fein plumps tot und... Warte, jetzt bin ich wieder hier. Ist das dieselbe Ebene? Nein, oder? Ich hangel mich einfach mal kurz. Ansonsten ist in diesem Raum nichts gewesen. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass